Ah, buenas noches, meine Amigos. Willkommen zum nächsten Part von F1 2020. Ihr merkt schon anhand meines Akzentes, wir sind heute in Spanien beim großen Preis von Barcelona. Dieses Rennen werde ich wieder versuchen in Highlights zu schneiden, so sehr mir das halt gelingt oder so gut mir das auch gelingen mag, je nachdem. Letztes Rennen haben wir in Sandford komplett gefahren, das war relativ gut. Sind wir, glaube ich, Vierter geworden, ne? Genau, wir sind auch auf der 4 gestartet. Heute, na, rechne ich mir schon mal ein bisschen mehr aus. Je nachdem, wie es halt läuft, ne? Wie gut wir wegkommen vom Start. Wie sehr die äußeren Bedingungen mitspielen. Also, natürlich seht ihr, es scheint die Sonne. Herrlich. In Barcelona, in Spanien. Perfektes Wetter dafür. Hier ist so ein Punkt, wo man sich gerne mal dreht. Da bin ich auch eigentlich eher prädestiniert für, sich dann zu drehen. Aber mal gucken, wie es dann im Rennen aussieht. Die Kurve hier, die nehmen wir eigentlich auch relativ gut. Vierter Platz, Hamilton vorne, ganz klar. Die beiden Mercedes werden wieder den Takt vorgeben, ganz klar. So wie die momentan drauf sind, schlägt die einfach niemand. Sowohl in Realität als auch hier in unserer F1-Karriere. So, die letzten drei Kurven und dann sieht es aus, dass wir ja, ein bisschen weiter hinten landen. Sechster Platz zurzeit, behalten wir den auch bei. Ich glaube ja, 1,16 für Hamilton. Und wir starten von einer relativ guten sechsten Position beim Gran Premio de España. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ihr seht oben die ersten beiden Positionen, die sind eigentlich immer reserviert für Hamilton und für Valtteri Bottas. Dann Verstappen auf der 3, Vettel 4., Albon 5., wie auf der 6, also eigentlich die drei Spitzenteams verteilt unter den ersten 6. Und dann gucken wir mal, Carlos Sainz, fährt der sein Heim-Grand Prix, haben wir noch einen zweiten Spanier? Nee, Fernando Alonso ja demnächst oder bald, aber der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Also, rauch auf die Schrecke, ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr auch und dann legen wir los. So, offensichtlich will Jeff nicht mit mir sprechen, deswegen fange ich einfach mal an. Wir sind auf Position 6, wir starten bei herrlichem Sonnenschein, trockenen Bedingungen. Die Rennstrategie sieht wie folgt aus, 17 Runden lang, erstmal Soft und dann Mediums. Ich bin am überlegen, ob ich in diesem Rennen mal ein bisschen was riskieren soll. Und zwar fahre ich nicht gleich in der ersten Runde, wenn die Box geöffnet ist, rein, sondern warte vielleicht nochmal eine Runde oder zwei, um dann eventuell ein bisschen Vorsprung rauszufahren. Ich passe auf, dass mein Frontflügel heile bleibt und mein Auto. Und eventuell kriege ich dadurch dann vielleicht ein, zwei bessere Plätze. Aber mal gucken. Das ist zunächst mal der Plan. Mal gucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Die ersten beiden Runden nehme ich euch wie immer mit, dass ihr mal seht, wie ich hier fahre. Und dann starten wir mit dem großen Preis von Spanien. Relativ gut weggekommen hier. Hinter Bottas sind wir schon. Vettel auf der 3. Das wird jetzt wieder ganz haarig da in der ersten Kurve. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Achtung. Den Reifen haben wir berührt, das Hinterteil ebenfalls. Ja, das muss Vettel Gas geben. Sonst ist mein Frontflügel gleich wieder ab. Und sein Heck ist auch beschädigt. Das wollen wir beide nicht. Aber bislang ja, relativ gut weggekommen. Vierter Platz. Zwei Plätze gewonnen. Jetzt heißt es natürlich, das erstmal mitnehmen. Und auch dranbleiben. Wenig Fahrfehler machen, wie immer eigentlich. Aber ob ich das hinkriege, ja, weiß ich nicht. Gehe dem trotzdem mal ganz positiv entgegen und ich werde diese Boxenstopp-Strategie mal machen. Also nicht gleich beim ersten Ruf von Jeff reingehen, sondern mal noch ein, zwei Runden warten und dann gehe ich rein. So, die Kurve haben wir auch gut gekriegt. Meine Problemzone so ein bisschen hier ebenfalls. Muss man auch vorsichtig rüberfahren. Hier kann man nämlich auch leicht mal ins Rutschen geraten, aber wir nicht. Und dann haben wir eine gute erste Runde. Achtung, nicht zu sehr über die Curbs drüber. Oh, Jeff spricht wieder mit mir. Vierter Platz, zwei Positionen gewonnen und jetzt mit ERS, das jetzt schon wieder leer ist. Also das, da frage ich mich auch, was ist mit unserem ERS los? Ey, müssen wir das besser haushalten? Okay, alles klar. Gelbe Flagge war schon wieder irgendwo. Auf Start und Ziel ist wahrscheinlich einer irgendwo reingedotzt. So, und Alexander Albon ist schon ausgeschieden, der Erste. Na, da hat es gekracht auf Start und Ziel. Oh, warum kommen wir denn hier nicht rum? Differential habe ich jetzt mal auf 50 gestellt, was immer das auch heißt. Das hat irgendwas mit der Lenkung, glaube ich, zu tun. Naja, ich müsste mich mal vorher informieren, bevor ich hier irgendwas anderes verstelle. Hinterher ist mein Auto noch langsamer und ich weiß gar nicht, warum. Gut, aber es sieht gut aus. Nichts ist beschädigt. Unsere Komponenten sind noch halbwegs heile und gesund, hoffe ich, und heile.
DRS kriegen wir jetzt auch gleich dazu in Runde 3. Ja, und dann fahre ich mal ein bisschen und dann gucke ich mal, wann ich reinfahre. Vielleicht in Runde 5 oder 6. Beziehungsweise, da geht ja erst die Boxenstopp-Ding hier los. Ja, und vorne die beiden Mercedes, die sind halt zurzeit das Maß aller Dinge. Auch bei uns hier in der Karriere, da kann ich nichts machen. Da kommst du nicht ran. Mal gucken, wann unsere Komponenten eingebaut sind, unsere neuen. Die dann hoffentlich merklich zur Leistungssteigerung beitragen. So, also, ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights und ich melde mich dann wieder, wenn es in die Boxengasse geht. Yo perdí mi tiempo, yeah. Y tú alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo, yeah. Si es que Judas me besaba, no sé qué imaginar, yeah. Que me iba a virar, yeah. Es que tan falsa te siento, yeah. Como cosa comedia en China, yeah, yeah. Aprendí mi soledad, no de las mujeres. Fingir que no te hirió, eso doble. So, das Boxenstopp-Fenster ist seit einer Runde geöffnet, aber ich habe ja gesagt, ich fahre dieses Mal ein bisschen später rein. Also, Hamilton ist reingefahren, Verstappen ist reingefahren, Vettel, ich und Bottas, wir sind also noch draußen. Vettel wird dann in dieser Runde jetzt reinfahren und wir müssen dann wohl oder übel die letzte Runde nehmen. Dann bin ich echt gespannt, was das für Auswirkungen hat auf ja, die Platzierung, ob das was gebracht hat. Ich meine, ich finde es ja erst raus, wenn ich es mal ausprobiert habe. 2,8 Sekunden jetzt hinter Vettel, bisschen Vorsprung vor Perez und Norris, die fahren natürlich auch noch irgendwann rein. Fragt sich halt auch nur wann. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Auto im Rennen langsamer ist als im Training oder als beim Blitzqualifying. Ich weiß nicht, geht das nur mir so? Habt ihr das auch bei euch, wenn ihr F1 spielt? Habt ihr da auch solche Probleme? Also ich habe das Gefühl, mein Wagen ist im Rennen immer langsamer. Habe ich so das Gefühl, aber vielleicht kann ich mich auch täuschen. Vielleicht habe ich auch einfach nur was anderes eingestellt oder was weiß ich. Auf jeden Fall, genau, habe ich halt das Gefühl, dass ich langsamer werde. So, jetzt geht Vettel rein. Und in der nächsten Runde gehen wir dann halt rein. Also in der letzten möglichen dann. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das heißt, wir würden für eine kurze Zeit die Führung übernehmen. Vettel ist nämlich jetzt in der Boxengasse. Und Bottas fährt ebenfalls rein. Die werden jetzt wahrscheinlich ganz schnell wieder draußen sein. Das ist mir klar. Aber für eine kurze Zeit sind wir also hier in Führung beim großen Preis von España. Fragt sich halt nur, wie lange. Weil Hamilton und Verstappen waren natürlich schon drin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht können wir doch ein paar Sekunden Vorsprung rausfahren. Unsere Boxengasse, unser Stall ist ja schon relativ weit vorne in der Boxengasse. Aber das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Also, wir haben bislang 14 Sekunden vor Bottas. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Und ich denke mal, dass wir halt auch leider diese 14 Sekunden brauchen werden. Oder, denke ich mal, 20. Ich weiß ja nicht, wie lang die Boxengasse ist. Aber das wäre doch mal ein Hammer, wenn das klappen würde. Bis zum Schluss draußen bleiben, um dann den anderen davon zu fahren. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, wir werden wieder so auf der 5. oder 6. Position landen. Gehe ich einfach mal von aus. Aber mal gucken. Ich bin jetzt echt gespannt und dann weiß ich ja für die nächsten Rennen, okay, sowas mache ich nie wieder oder das mache ich jetzt in Zukunft immer so. Je nachdem, ob es was bringt. Die Verfolger kommen natürlich ran. Also, wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob mein Rennen oder ob mein Auto immer im Rennen langsamer ist. Ob ihr auch das Gefühl habt oder ob das bei euch genauso ist. So, jetzt müssen wir also rein, ansonsten rutschen wir nur. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ich denke mal, wir werden diese 13 Sekunden brauchen, ja. Da werden wir leider wieder zurückfallen. Das hat nicht viel gebracht, schade. Ich gucke mal unten auf die große Map. Bottas ist da, Hamilton ist da. Komm, wenn wir uns jetzt schnell beeilen. Hopp, 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 hopp. Losfahren, losfahren. Ja, gut. Bottas fährt an uns vorbei, Hamilton und Vettel, das wird ganz knapp. Ich will da noch nichts versprechen, aber ich glaube, die landen wieder alle vor uns, leider. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Da kommt Verstappen. Oh. Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Nee, den kriegen wir leider nicht mehr. Schade, hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Fünfter Platz, vor Sainz sind wir rausgekommen. Da hätte ich mir eigentlich denken müssen. Na gut, dann gilt es jetzt also, die letzten Runden noch irgendwie vorne aufs Podium zu fahren, vielleicht Verstappen noch so ein bisschen auf den Sack zu gehen und dann hoffe ich für die letzten Runden ja, das Beste, irgendwie, dass wir es schaffen. Vielleicht kriegen wir ja auf Start und Ziel DRS. Ich benutze jetzt mal ERS in der Runde. Ich bin da auch noch am Überlegen, warum das immer so schnell leer geht. Ich meine, ich benutze es ja eigentlich fast nie. Ich benutze es auf der langen Start und Ziel geraden, aber ansonsten benutze ich das ja eigentlich auch nie. So, DRS, Verstappen hat es nicht. Okay, also wir kommen ran.
So, und auf Start und Ziel bin ich mal frohen Mutes, dass wir den vielleicht holen. Und dann sind wir zwischen zwei, ja, richtig starken Fahrern, Verstappen und Vettel. Dann bin ich gespannt. Die letzten 7 Runden oder 8 Runden. So, hier noch einmal rum. Noch einmal links, rechts, rechts. Nicht ins Rutschen geraten. Komm, ERS haben wir eingeschaltet. DRS sollten wir kriegen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden ihn hier nicht kriegen, aber vielleicht ja in einer der nächsten Runden. Wir biegen ein zu einer richtig spannenden Schlussphase. Ihr seht, Verstappen, Vettel und ich auf der 5. Wir liefern uns hier schon seit ungefähr, ja, seit meinem Boxenstopp eigentlich einen Fight um die Plätze 3, 4 und 5. Und momentan hat unser Teamkollege noch die 3 inne. Wir kommen leider nicht ran. Ich kann machen, was ich will. Weder ERS noch DRS. Ich weiß nicht, ich muss mich da mal genauer informieren, ob es da irgendwie eine andere Strategie für gibt. Weil mein ERS ist ja immer schon in den ersten zwei, drei Runden total aufgebraucht. Ob man da auch irgendwie was upgraden muss. Der MGUK, also der dafür sorgt, dass wir auf dem fetten Gemisch fahren können, der funktioniert auch irgendwie nicht richtig. Das heißt, ich kann auch nicht auf Fettgemisch 3 fahren. Also kommen da wieder die alten Probleme. Ich habe das Gefühl auch, das ist nur bei mir so. Oder mache ich irgendwas falsch? Mache ich da irgendwas falsch? Ja, Vettel und Bottas, wer hätte es gedacht, die werden wieder den ersten Platz unter sich ausmachen. Sieht diesmal ganz nach, was hat er gesagt, Hamilton oder Bottas? Habe ich jetzt gar nicht zugehört. Ich glaube, Valtteri Bottas aus. Ja, und wir, beziehungsweise ich, versuche hier wirklich mein Bestes. Ihr seht, ich versuche dran zu bleiben an Verstappen und an Vettel, aber es klappt nicht. Egal, was ich versuche, egal, was ich mache, es klappt einfach nicht. So, hier verliere ich halt auch immer so ein bisschen Geschwindigkeit und ein bisschen Tempo und dann halt auch, ne, die Lücke. Wir haben fast 13 Sekunden Vorsprung vor Sainz, das ist gut, aber wir haben halt auch leider eine halbe Sekunde Rückstand. Letzte Runde jetzt, mal gucken, ob doch noch irgendwas geht, ob wir uns auch nochmal reinpreschen vorne. Riskieren will ich jetzt nichts, dann nehme ich lieber den 5. Platz mit, das ist völlig okay. Eine Position gewonnen gegenüber unserer Startposition. Aber das wird nichts werden. Vettel wird hoffentlich jetzt die 3 innehalten, dass er für unser Team ein paar Punkte holt. Verstappen wird 4., holt immerhin ein paar Punkte für Red Bull, weil Alexander Albon ist ja ausgeschieden. Gleich in der 2. Runde auf Start und Ziel, da hat es gekracht. Und wir werden es einfach nicht schaffen. Wir müssen es dann im nächsten Grand Prix, ist das dann schon Monaco oder Aserbaidschan? Ich weiß das immer nie so genau. Also eine der nächsten Rennen müsste jetzt Monaco sein. Ich glaube, darf aber Aserbaidschan. Aber 2 Stadtkurse hintereinander, really? Naja, vielleicht auch noch Frankreich dazwischen, weiß ich nicht. Also unser Benzingemisch ist fast leer. Beziehungsweise unser Benzin läuft schon auf im Nullerbereich. Hier seht ihr unsere Reifenabnutzung. Hier seht ihr die Temperaturen. Und hier ist halt der MGUK, der Turbolader. Die sind alle halt schon bei 60% fast. So, also Bottas war doch Erster. Gewinnt den großen Preis von Spanien. Hamilton dahinter. Dann Vettel auf der 3. Verstappen 4., den haben wir leider nicht mal eingeholt. Und wir holen einen guten 5. Platz hier in Spanien. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Das war's, ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heute gab es einige unglaublich gute Fahrer, Heiko. Aber wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann ist es Sergio Perez, der einfach fantastisch war. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir haben, denke ich mal, wie immer eigentlich das Maximum rausgeholt. Mercedes, ganz oft schon angesprochen, die kannst du halt einfach nicht schlagen. Mal gewinnt Bottas, mal gewinnt Hamilton, aber in den letzten Rennen, glaube ich, hat eher Bottas da die Nase vorn. Hat auch wieder die schnellste Runde gefahren mit einer 1, ich kann das gar nicht lesen, 1,19 wahrscheinlich. Wie gut, dass das in lila geschrieben ist, so dass man das nicht lesen kann. Hier, 1,19, 1,62. Unsere beste Runde war halt eine 1,20. Ihr seht, wie groß da der Unterschied ist. Das ist fast eine ganze Sekunde. Das ist in der Formel 1 schon relativ viel. Vettel hat es dann auf die 3 geschafft. Klar, wir sind hier alle eine Position nach oben gerutscht, weil halt Alexander Albon schon in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Da war irgendwas auf Start und Ziel. Keine Ahnung, muss man sich nochmal angucken. Ja, kurzer Blick auf die Rangliste, wie immer. Wir tauschen mit Vettel Arme die Position, haben jetzt 83 Punkte. Wir stehen da oben ganz gut, finde ich. Und Ferrari nach wie vor natürlich zweite Kraft. Das wird sich jetzt auch erstmal nicht verändern, denke ich mal, in den nächsten Rennen. Und dann weiß ich gar nicht, ob es dann Monaco ist oder Aserbaidschan. Je nachdem entscheide ich mich mal, ob ich nochmal Highlights mache oder das Rennen komplett zeige. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Grand Prix wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.